Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Battlefront und wir wollen heute wieder mal versuchen, eine weitere krasse Runde hinzulegen, denn ich spiele komplett jetzt auf KD. Ich hoffe ganz ehrlich, dass ich mal einen Helden kriege. Das wäre verdammt awesome, denn dann könnte ich versuchen, hier auch mal mit Bossk vielleicht was zu reißen. Die Map bietet sich eigentlich ganz gut an dafür. Ich weiß, viele Leute wollen ja irgendwie immer, dass ich Bossk spiele, viele wollen es dann wieder auch nicht. Ich will es ja eigentlich selber nicht. Aber naja, ne? Naja. Erstmal abwarten und Tee trinken, bevor wir jetzt hier irgendwie sagen, wow, das wird super gut laufen. Muss mich ein bisschen umgucken hier, dass ich auf jeden Fall die Heldensymbole im Auge habe. Ansonsten hier auch mal gucken, dass wir die Uplinks auskriegen, beziehungsweise, dass sie die gar nicht erst ankriegen. Was liegt da vorne? Nichts. Nichts Wichtiges. Der hat gut getroffen. Ich muss nochmal um gerade, aber ich sehe kein Heldensymbol. Versuche, möglichst in der Mitte zu bleiben, damit man das eventuell mitkriegt. Der hat aber nicht gut geschossen. Ach komm jetzt, lauf. Bin hier auch überhaupt nicht sicher, wo hier überhaupt ein Spawn kam. Bin ich zu weit vorne? Bin ich gut? Bin ich nicht zu weit vorne? Ich habe keine Ahnung. Habe ich hier schon mal jemals irgendwo... Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob ich hier jemals irgendwo schon mal ein Heldensymbol irgendwo gesehen habe. Das ist hier bloß sehr schwer, sich zu merken, weil man ganz einfach irgendwie eine verdammte Map hat, wo man nur Sandhügel nach Sandhügel nach Sandhügel sieht. Halt, da war doch einer. Den schnapp ich mir auch, der da so rumgesessen hat. Ja, der da macht ja gar nichts, der Kerl. So, nochmal umgucken hier. Mal wegen dem Helden gucken, mal wegen dem Helden gucken. Boah, nicht mich jetzt selbst erschießen. Da ist er. Los, mich jetzt nicht hier selbst erschießen, Mann. Das wär's jetzt gewesen, Mann. Sehr gut. Bossk, was haben wir denn bis jetzt? 5 zu 0. Das könnte was werden. Die Lobby ist leider nicht ganz voll, was ein bisschen schade ist, aber was soll's. Und jetzt, wir werden ja sehen. Ich werd ja immer, es wird immer behauptet von wegen, Bossk, der ist doch gar nicht so stark. Der ist gar nicht overpowered. Das werden wir jetzt mal rausfinden, wie schwach oder stark dieser Held denn wirklich ist. Und es tut mir leid, ich werde aber eine ganze Weile jetzt in dieser blauen Sicht rumlaufen. Und ihr werdet alle Augenkrebs bekommen dadurch. Naja, zumindest sagen das manche Leute, dass es jetzt echt nicht so angenehm ist zum Zuschauen. Kann ich nicht beurteilen, man ist da so ein bisschen mehr involviert, wenn man hier selber denjenigen Helden spielt. Meine Teammates räumen leider zu gut auf, habe ich gerade den Eindruck. Ja, das ist beschissen. Das solltest du sein lassen, Kollege. Hier ist dann noch irgendwo einer, da. Easy, wieder auf 100% hoch. So, da hinten sind welche. Ja, der macht auch einfach viel zu argen Schaden. Wie gesagt, leider. Zwei Hits und da ist einer weg, Mann. Es tut mir jetzt schon leid. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich diesen Helm genommen habe. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen dafür. Ich weiß ja nicht. Das ist halt wirklich auch immer nervig, wenn ich dann zu hören kriege, ja, aber Bossk ist doch gar nicht so overpowered. Deswegen, also... Bin mir unsicher, ob ich das jetzt hier überhaupt als richtige Folge hochlade oder ob ich das wirklich so als, ja, extra, sage ich jetzt mal, hochlade. Wahrscheinlich eher als extra. 1450, Alter. Das ist krass. Und guckt euch das an. Ich bin immer noch auf 100%. Die geben mir zwar ein bisschen Schaden, treffen immer mal wieder. Ich two-shotte ja alles hier gerade. Jetzt hat er mich sogar gesniped. Wir werden mal sehen, ob das mir sehr viel Schaden nimmt. 5% habe ich mich gerade geheilt durch irgendwas. Ja, wieder 100. Das ist total unfair. Das ist sowas von ungerecht. Der Typ hat mir einen fucking Impulsschuss gegeben. Hat mir 16% weggenommen und das ist einfach wieder nichts wert. Es ist nichts wert. Das ist sowas von... 43. 43 Kills. Das ist sowas von ungerecht. Weiß nicht, ob man darauf stolz sein kann oder nicht. Halt, hier ist gar keiner mehr. Ich weiß es nicht. Ich meide diesen Helden ja komplett. Der ist zwar...
der stärkste Held. Es ist nun mal so. Vielleicht nicht unbedingt im One-on-One gegen andere Helden, aber auf jeden Fall gegen Infanterie. Einfach zu arg, was der raushaut. Und ja, es gibt Counterplay gegen ihn. Es gibt Counterplay, aber wer benutzt denn bitte eine verdammte... Oh, jetzt kriege ich hier echt Schaden. Wer benutzt denn eine verdammte Dings, Alter? Wer benutzt denn eine verdammte... Blendgranate? Gar keiner. So, jetzt einfach mal ein bisschen ruhig bleiben hier. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Kriegt man dadurch auch Leben, ne? Okay, der da ist fixiert auf mich. Den müssen wir aufpassen. Der wollte mich snipen. Der auch. Jetzt einfach ein bisschen hinten bleiben. Sich wieder hochheilen. Ganz gediegen. Die Leute hier abfarmen, die hier recht doof gerade rumstehen. 81. 85. Ah, das ist ein Toter. Auf jeden Fall aufpassen. Ja, wie gesagt, der bietet sich ja auch wirklich sehr, sehr stark an auf dieser Map. Das ist, ich weiß nicht, ihr könnt gerne schreiben. Ich weiß ja, die Meinung von den meisten kenne ich ja zu diesem Helden hier. Ihr könnt es gerne nochmal schreiben. Ich bin jetzt 61-0, Mann. Womit hatte ich angefangen? Mit 5, ne? Das ist ein Held, okay. Hab jetzt nicht aufgepasst, welchen Helden die haben. Es sah mir aus wie ein Solo, aber es kann auch was ganz anderes sein. Und ich bin wieder 100%. Also wenn man jetzt hier nicht unbedingt in einem Kugelhagel steht von irgendwas ganz Gemeinem, dann kann man hier echt was raushauen. Alter, die Gegner tun mir wirklich, wirklich leid, Mann. Ich hasse das ja selber. Hasse ja Bossk-Leute, also wirklich die Leute, die immer dann Bossk spielen. Kann den ja gerne mal spielen und so. Aber jetzt auch so wirklich eklig, wie ich den spiele hier mit. Total aufs Leben achten, so penibel. Aber das liegt ja wirklich daran, dass mich das nervt. Wenn dann Leute sagen, ja, aber die E4 ist nicht zu stark. Oder der Bossk ist nicht zu stark. Und du bist einfach... Du kriegst es doch selber nicht hin oder so. Da fühle ich mich auch manchmal so ein bisschen herausgefordert, das auch mal zu machen. Deswegen, ich habe ja Respekt vor Leuten, die wirklich gut spielen. Es ist jetzt auch nicht wirklich so, dass man mit Bossk hinterhergeworfen kriegt. Man muss halt ein bisschen taktisch schlau spielen, abwägen, gucken, muss halt auch mal ein bisschen Glück haben, von wegen, dass man vielleicht nicht unbedingt einen Gegner hat, der richtig krass fliegen kann oder sowas, der dann einen zerhaut irgendwie mit einem Speeder oder so in dem Moment. Das gibt's ja auch. Es gibt ja auch Leute, die richtig krass gut fliegen können und dann hauen sie einen einfach weg, wenn man Bossk ist. Oder man steht einmal unglücklich im Kreuzfeuer, wie ich jetzt gerade, oder im Orbitalschlag oder sowas. Und dann war es das auch mit dir. Aber wenn man denn mal so eine Runde hat wie hier jetzt... Oh mein Gott, wo kommt er denn her? Wenn man jetzt mal so eine Runde hat und dann heilt man sich einmal... Guck mal, ich bin hier sowas von beschossen. Ich hatte eben schon wieder unter 80% und bin wieder voll live. Es ist richtig, richtig ungerecht. Der ist halt auch einfach noch super schnell dazu. Super gute Fähigkeiten, womöglich die besten Fähigkeiten aus dem Spiel. Unglücklich, dass sein Schild bricht. Aua, aua, aua. Jetzt mal ganz kurz in Cover gehen wieder. Das ist leider auch so, dass der häufig dazu verleitet, richtig mies reinzugehen. Und dann hat man verkackt in dem Moment. Wenn man richtig mies reingeht... Fuck, das meine ich. Au, au, au. Habe ich viel zu spät gemerkt. 92-0. Hm. Jetzt muss ich aber echt aufpassen. Jetzt muss ich wirklich sehr, sehr doll aufpassen. Das könnte jetzt nochmal schwierig werden. Das wird die schwierigste Phase wahrscheinlich, jetzt hier mich nochmal hochzuspielen. Gut, dass der nicht auf mich gesniped hat, der Typ. Sag mal, warum treffe ich den nicht jetzt? Ist aber auch awesome auf der Map hier. Es ist einfach awesome auf dieser Map hier, weil man halt ganz offensichtlich die Köpfe super einfach sieht von den Gegnern, wenn die da gerade über die Düne so gucken. Ja, ich schaff's wieder hochzukommen. Ich schaff's 92. Er hat mich gut gehalten, gut gefangen. Wie gesagt, man muss sehr, sehr taktisch spielen in dem Moment. Darf auf jeden Fall nicht den Fehler machen, sehr aggressiv zu bleiben. Sondern dann schon so richtig mies, ein bisschen laid back. 105, wir haben jetzt die 100 Kills.
würde fast sagen, da wäre mehr gegangen mit einer vollen Lobby, aber das darf man auch nicht unbedingt so pauschalisieren. Denn nachher hätte man dann den krassen Gegner gehabt oder irgendwie die krasse Situation gehabt, wo ich dann doch komplett draufgegangen wäre. Dann weiß man ja auch nie, oh mein Gott. Das hat er gut versucht. War ein bisschen zu langsam. Wäre ein bisschen schneller gewesen. Ein bisschen, nur minimal. So, dann gehen wir da hin und werfen da mal unser Deoxys hin. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal mein Dingsfeuer benutzt, ne? Mein Granatenfeuer. Aber das ist eigentlich auch irgendwie besser gegen Helden. So langsam geht mir die Sicht selber auf die Eier, ey. So, das einmal aus. Ich werde das safe. Ich werde das sicher als Dings hochladen. Als Special-Folge oder sowas. Ich will sowas nicht direkt als Folge komplett präsentieren, weil ich glaube, das gucken auch wenige Leute komplett voll an. Das ist irgendwie... weiß nicht. Also ich würde mir sowas tatsächlich nicht angucken. Muss ich selber sagen. Weil das hat man auch mittlerweile, hat man das schon zur Genüge gesehen, sowas. Man sieht, so mit Boss kann man richtig krass abgehen. Wenn du das mit Vader oder so schaffst, da sage ich dann, wow, krass, bist gut, echt. Also ich, besonders weil ich Vader nicht gut hinkriege. Aber mit dem Helden hier ist es doch schon auf jeden Fall am einfachsten. Wie gesagt, ich will auch, man muss immer ganz vorsichtig sein bei solchen Aussagen. Es ist halt wirklich nicht so, dass man das geschenkt kriegt. Aber wenn man jetzt hier wirklich sehr, sehr vorsichtig spielt und mal Glück hat und man heilt sich einmal wieder hoch durch diese starke Fähigkeit, da ist Luke übrigens hier. Den müssen wir auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass der mich hier nachher bedrängt. Na, das macht er aber nicht gut. Oder er macht schon gut, aber was will er machen, ne? Was will er machen? Ich wüsste auch nicht, was ich machen soll mit Luke in dem Moment. Hätte wahrscheinlich genau das gleiche gemacht, also... Boah, ich treffe nichts. Jetzt muss man wieder aufpassen, 31. Und ich habe hier keine gute Düne, wo ich noch rübersnipen kann. Gegner regen sich schon auf. Ich kann es nachvollziehen. Ganz ehrlich, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ja, ich dachte schon, das wäre ein Gegner, Mann. Weißt du, was geil wäre? Wenn du hier an der Hand der Rasse irgendwie einen Vorteil haben könntest. Stell mal vor, du hättest hier so einen Kaltblüter oder sowas, der dann nicht angezeigt wird bei Boss. Das wäre awesome, oder? Das fände ich eine coole Idee, auch wenn es irgendwie total game-breaking ist, weil irgendwie... spielen dann alle absichtlich die Klasse oder so, aber irgendwie wäre es cool. Irgendwie wäre es doch cool. Ah, das ist gar kein Gegner. Mann, wo werde ich getroffen? Von wo werde ich getroffen? Bist du hier irgendwo? 45? Ich habe mich ein bisschen hochgehalten, minimals aber auch nur. Muss hier aufpassen, so ein Impulsschuss oder sowas zieht mir auch 15 ab. Also das ist nicht so, dass Bosk unsterblich ist. Aber es ist nun mal auch so, dass er sich halt verdammt arg hochheilen kann. Und stellt euch jetzt mal vor, ich hätte noch einen Partner. Einen Partner oder sonst irgendwie, der mir einen Bakter gibt. Bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt Bakter bekommen habe. Aber das ist total lame. Das ist einfach nur noch total lame, wenn man noch Bakter bekommt. Aber warum habe ich den jetzt nicht umgebracht da? Oh, gut, dass sie mich hier nicht flankiert haben. Halt, was ist das? Was ist das? Ich habe dem nicht genug Schaden gemacht, hier, oder wenig. War das ein Held, den ich getroffen habe? 82, bin fast wieder oben. Bosk-OP, na, kann ich ihm nur recht geben. Und dass sie sowas nicht rausnehmen, also wirklich, so ein Helden. Viel zu broke, viel zu broke. Da ist wieder Luke, der nächste Luke. Mal, wie viel Schaden ich dem auch mache. Gucken, ob er mir jetzt hinterherkommt. Nee. Viel zu broke, wirklich. You don't even lose health, ja. Kann ich ihm, wie gesagt, ich kann ihm nur recht geben. Ich werde mich dafür entschuldigen müssen. Fühle mit. Auch wenn das denen gerade überhaupt nichts bringt, dass ich mit denen mitfühle. Ist ein Gegner, ja. 5% heile ich mich pro Kill, oder was? Ist das so? Ja, 5% pro Kill. Also wirklich, das ist doch so übertrieben. Wer hat sich das denn auch ausgedacht? Bei so einer verleichterten Sicht, wer hat sich das denn ausgedacht? Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen bei einer großen Lobby.
Kommt halt aber immer drauf an. Muss man mit Vorsicht genießen, wie schon erwähnt. Gegner resignieren teilweise schon. Ja, ja. So ist es nun mal. Jetzt habe ich immerhin etwas, was ich dann immer den Leuten zeigen kann, weil ich merke das ja dann immer. Dann schreiben sie im Livestream, ja, spiel doch mal Bosk oder warum findest du Bosk so overpowered, bla bla bla. Warum ist der... Alter, meine Augen tun richtig weh, Mann. Meine Augen tun richtig weh. Boah, sehr schön. 161 zu 0, fast 30.000 Punkte. Naja. Ihr habt nichts zu sagen. Ich habe, glaube ich, alle Punkte erwähnt. Naja. Gut, das war's auf jeden Fall mit dieser Spezialfolge höchstwahrscheinlich. Ich werde immer darauf verweisen, wenn man jetzt gefragt wird, warum ich denn Bosk so overpowered finde. Und warum ich Bosk so ungerne selber spiele und dies und das und naja. Das war's auf jeden Fall mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss.